Aber trotz allem habt ihr gesagt, wir bewerben uns beim Best of Südgastro 2020, mitten in der Phase des ganzen Corona-Themas. Wieso habt ihr das gemacht? Ja, look, ich kann wirklich sagen, stell dir vor, ein Feuer und es regnet draußen mega stark. Und wenn du willst, dass das Feuer wieder anfängt zu brennen, auch wenn es sehr schwierig ist, und wenn dann vielleicht alle Leute sagen, das brennt nicht mehr, du musst viel Holz hineinrühren und musst kräftig blasen, wenn du willst, dass das Feuer wieder brennt. Und ich glaube, das gilt als Metapher ein bisschen. Du musst einfach weitermachen und wenn du zurückschaust, verlierst du, musst du hineinschauen und schauen, so schwierig dass es ist, zurückschauen und jammern bringt nichts. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich alle zusammen hineinschauen und schauen, wie können wir weitergehen. Und darum auch die Teilnahme am Best of Swiss Gastro, wo der Reto initiiert hat. Wir gefunden, das ist top, da müssen wir weitermachen. Und schlussendlich auch ein bisschen solidarisch auch euch gegenüber, dass wir einfach dort auch ja, dabei sind und das Zeichen setzen. Weil wir sitzen letztendlich alle im gleichen Boot. Oder? Und jetzt habt ihr das Kreuz in der Hand, wahrscheinlich auch sehr stolz. Was würdet ihr anderen Gastronomen sagen? Ist das eine sinnvolle Plattform, daran teilzunehmen, auch außerhalb von Corona? Ja, definitiv. Ich meine, was das für die Schweizer Gastronomielandschaft bewegt, was das für die Gäste bewegt, so eine Auszeichnung, nur schon der ganze Aufbau rundherum. Ich finde, das ist mega viel wert. Oder? Und du kommst eine Plattform über, du kommst Aufmerksamkeit über. Und das kommt nicht einmal so groß davor, ob du gewinnst oder nicht. Du hast mega viel Aufmerksamkeit und es ist Kompliment uns, ist ein etablierter Brand, wo die Leute wissen, was dahinter steht. Und darum ja, ich würde es jedem empfehlen. Das ist ein sehr, sehr gutes Investment. Gut, super, genau. Vielen Dank. Für uns hat es sich natürlich mega doppelt dreifach gelohnt. Gell?